mit Markus Ening und Funky Fred jetzt als erstes einmal angehen. Warum Markus Ening und Funky Fred? Das liegt einfach mit daran, Markus hat zwei Pferde hier mit dabei, war mit beiden einfach sehr gut und deshalb wird er so weit auseinandergelegt, dass er einfach auch eben mit beiden jetzt genügend Abstand einmal hat. Mit 4 Punkten, die bringt er nämlich lediglich aus diesen beiden Runden mit, liegt er da auf jeden Fall noch sehr, sehr gut im Rennen. Ist über die ersten 5 schon hinweg, geht es jetzt einmal hinein in diese Dreifache. Das dürfte auch schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Schlüsselmoment sein, aber auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt. Doppeloxer hinten raus, auch er nimmt so ganz klein wenig den Fluss mit hin zu diesem Steilsprung. Gerade am Anfang, man weiß noch nicht so richtig, wie das mit der Zeit ist. Da ist es schon so, dass man eben nicht versucht, einen mehr zu machen. Dieser Wocklum-Steilsprung, 7 danach eben so ganz klein wenig am Kopf haltend, nach diesem doch recht massiven Ochser, geht es dann jetzt schon auf die Schlusslinie. Einen Wassergraben recht angenehm anzureiten, ein bisschen aus dem Bogen heraus anzureiten, sind es dann, ich glaube, noch 7 weitere dann eben.